Hallöchen ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Sons of the Forest. Hier steht schon wieder jemand vor uns und bedroht uns. Ich habe euch mal mit dazu genommen, also hier ist so ein schmutziger... Okay, merke dir, den kann man nicht blocken. Kann ich den einfach mit der Taktik drauf... Kann man den ausweichen? Ich habe ihn einmal... Wir haben uns gegenseitig umgehauen. Ich habe den den Arm abgeschlagen und er hat mich dann auch umgeschlagen. Wir haben uns gegenseitig gerade umgeschlagen. Es sammelt fleißig weiter Steine, sehr gut. Wir hatten da jetzt geschrien. Irgendjemand hat doch gerade geschrien. Hast du eine Tasche verloren? Du hast eine Tasche verloren, sehr gut. Du bist der, wie sagt man denn, Oberdulli von deinem Dorf. Ich kann deine Leiche nicht mitnehmen. Kann ich die eigentlich, warte mal. Kann ich die anzünden, wenn ich das sein, also geht das? Sehr gut. Und keine, kann ich noch Stücke mitnehmen? Nicht auf mich schmeißen. Ich habe gesagt, du sollst es reinlegen. Warte mal, ich kann die noch mitnehmen, ja. Alright. Ich möchte gerne, die sind voll. Kelvin war fleißig. Ich möchte die gerne... Komm jetzt... Ach, du... Wirklich nett? Ah doch, ich wollte gerade sagen. Reicht es nicht? Ich habe jetzt auch wieder, wir können jetzt ein paar Dinger machen. Ich habe jetzt, wie viel kann ich denn in mein Inventar packen eigentlich? Entschuldigung. Ich muss mal gucken, wie viele Knochen ich. 15. Das ist nicht so viel. Ich packe einfach mal alle da rein und packe einfach mal hier ein paar Seile rein und packe einfach hier was rein. Dann machen wir uns mal ein paar Rüstungen. Dann können wir wieder Seile mitnehmen. Also wir könnten die Seile auch woanders zwischenlagern. Warte kurz. Knochenrüstung brauchen wir. Oh. Kann ich die da hinten nehmen, die da reingerutscht sind? Dankeschön. Zwei. Ja. Moment. So. Dumm. Die kann ich dann gleich wieder anziehen. Oder wir heben sie auf für die nächste Höhle. Weil wenn ich daheim bin, dann ist es ja nie so... Warte mal, 2, 1, 2, 3, 4. Habe ich 8? So, 2 gehen noch. Ich heb die mir auf. Wenn wir in die nächste Höhle gehen, weil daheim ist es nicht so zwingend, sag ich mal. So, pack das mal weg. Wie spät haben wir denn? Nachmittag. Hier blinkt was. Das ist der Bunker, in dem wir waren. Aber ich weiß gerade nicht, warum der blinkt. Ich hab... Hat das was mit der Aktivierung zu tun, die ich ja letztens gemacht habe? Ich habe mal Kelvin ein paar von den Steinen hier sammeln lassen. Der macht gerade diese beiden Dinger hier voll. Wie viel gehen da rein? 28. No! Gott, ist der flauschig. So, und zwar würde ich ganz gerne erstmal hier überall den Boden fertig machen, bevor ich irgendwas anders mache. Beziehungsweise, warte mal kurz. Lass mich nachdenken. Der kommt an Stellen hin,
An die würde ich nie hinkommen. Ja, ich glaube doch nicht. Ich wollte zuerst diesen Boden fertig machen, aber ich glaube, meine Priorität wird erstmal sein, die Mauer soweit fertig zu machen, beziehungsweise halt wenigstens vorne. Und ich muss mal kurz gucken. Ich hatte ja geplant, diesen Ding da höher zu setzen. Das ist mir noch zu teuer. Aber das machen wir natürlich auch. Hier, warte mal kurz. Hier, diesen Beobachtungsturm. Muss ich kurz mal gucken. Mit R. Der hat, wenn man hier oben guckt, eine Tür oben. Wenn ich das jetzt da dahin mache, dann ist es doch so. Ich überlege gerade. Hat er dann hier unten, kann ich dann hier durchlaufen? Wenn ich den auf eine Foundation mache? Kann ich oben noch eine Foundation hinmachen? Ach komm, wir machen den einfach mal. Ärgern die dich schon wieder? Was ist? Beziehungsweise, was brauche ich denn zuerst? Stämme, ne? Zuerst willst du Stämme von mir ein bisschen. Ja, genau, das ist dann da unten. Da kann man dann durchlaufen. Das ist ja cool. Kann ich dann da auch zumachen? Weiß ich noch nicht. Wenn nicht, machen wir da innen nur zu. Gerade so ruhig. Er hört nichts weiter. Wollen wir uns ein bisschen Musik machen? Und der wird so weit weg sein da vorne, oder? Wir haben ja noch einen dabei. Wir können den ja auch platzieren. Wir platzieren den mal hier. Okay, wenn ich weggehe, höre ich natürlich nichts. Jetzt braucht er schon die halben. Ja, der switcht immer durch. Der hat eine bestimmte Reihenfolge und der switcht immer durch, was er als nächstes haben möchte. Wir haben diese dreckigen hier. Der hat aber so eine ungerade Anzahl von den halben. Seht ihr das? Das ist ja furchtbar. Warum? Kelvin ist schon wieder voll in Panik. Es gab ja auch noch, fällt mir gerade ein, es gab ja noch so rote auch, in die immer kamen, ne? Und Virginia haben wir an der Yacht gesehen und dann sind wir heimgelaufen, beziehungsweise hatten ja geschlafen. Jetzt war sie aber noch nicht wieder hier. Ich bin sehr gespannt, wie es mit der so weitergeht. Noch ist sie ja noch so verhalten, aber das ist ja auch noch vollkommen okay. Ja, bitte. Sehe ich dich schon? Wo bist du denn? Da oben ist sie. Ah! Ja. Ja. Aber ich finde es lustig, dass die so gar nicht angreifen. Manchmal, wenn du nah bei denen stehst oder so, dann hauen sie dich mal. Die kommen jetzt nicht her und greifen dich wirklich gewollt an. Weiß auch nicht, wann der erste Catdog wieder kommt. Da fängt's schon. Ich will die da hinstellen.
Kann ich dann wieder wegmachen, aber ich will nicht, dass die weggehen. Vielleicht brauche ich die noch für irgendwas. Eine Treppe oder so. Oder brauche ich die? Warte mal kurz. Was brauche ich denn? Ne, jetzt brauche ich wieder ganze. Ich brauche noch zwei, aber das sind halbe da hinten, ne? Zwei halbe. Virginia ist da vorne. Oh, wie cool. Könnte Calvin den Schlafanzug geben, aber irgendwie, ich mag den in dem Outfit gerade. Also wir könnten, dann würden wir ihn da besser sehen, ne? So hat Virginia keine Angst vor Calvin. Was ist das denn? Habt ihr es gerade gesehen? Was ist denn das da? Jetzt ist es weg. Er hatte so eine Spur hinter sich. Hat bestimmt was mit den Grafikeinstellungen zu tun oder so. Hatte ich schon beim letzten Mal, glaube ich. Wenn Virginia Angst hat, dann wäre es ja eigentlich das Beste, wenn wir die vor ihrer Nase töten würden. Weil dann sieht sie vielleicht, dass wir sie beschützen wollen. Ja, nicht in die Axt laufen. Nicht in die Axt laufen. Ich glaube, wenn die da sind, können wir auch nicht schlafen. Beziehungsweise, ich kann es mal versuchen. Oder zählt es nur von diesen großen Kannibalen? Nee, es zählen wahrscheinlich nur diese großen halt. Was heißt diese großen? Diese normalen Kannibalen und nicht diese kleinen, die hier immer rumkriechen. Weil wenn da nämlich so eine Truppe ist, dann kannst du nicht schlafen. Da macht es mitten in der Nacht immer... Du kannst nicht schlafen. Allerdings ist jetzt auch Virginia wieder weg. Schläft die dann eigentlich auch bei uns, wenn die mal hierher gehört? Also, ja. Es schneit! Wir haben Winter! Oh no, es ist zugefroren! Alter. Das finde ich eine geile Mechanik, dass das dazu friert. Und guck, man sieht so langsam, guck. Warte, mach mal weg. Hier oben werden die Bäume weiß. Wehe, mich greift jetzt jemand an. Hier oben werden die Bäume weiß und dann kommt es immer weiter runter. Immer weiter runter. Hier ist noch ein gelber Baum. Der ist jetzt auch weg. Und dann kommt so langsam... Warte. Wait for it. Guck. Der Baum. Ja, ja. Ah. Wir sind ja hier bei einem fließenden Gewässer. Das heißt, wir können uns immer wieder da unten Wasser holen. Wir bekommen dann halt zwar die Krankheit, aber... Ey. Wir haben ja was zum Heilen. Ich habe leider, glaube ich, will die Bäume gucken, aber die gehen nicht weg. Jetzt. Man muss sich ein bisschen bewegen. Nee, ich glaube, es geht jetzt halt erst so langsam. Ich habe leider, glaube ich, habe ich das voll gemacht? Nee, glaube nicht, ne? Nee. Ich werde hier was essen. Oh nein. Warte, ich esse gerade. Ich hab den Arm. Ach Gott. Wieso kann ich euch nicht mehr. Seid ihr so Special-Dinger, die ich nicht mitnehmen kann? Ich kann euch nicht tragen. Wenn ich jetzt hier trinke, ne? Und irgendjemand von euch haut mich jetzt.
Ja, ich weiß, schmeckt super eklig. Hört auf. Da vorne steht jemand. Ich sehe das ganz genau. Und den finden wir ja immer mal was. Deswegen esse ich die jetzt mal. Und derweil kann ich heilen. Man heilt sich ja Gott sei Dank, wenn man hier in dem Inventar ist. Habe ich hier 5. Geben halt nicht so viel, oder? Ja, doch, wir sind voll. Hallo? Oh. Ich dachte, du bist ins Wasser gefallen und kommst nicht mehr raus. Eigentlich ist es Schwachsinn, den Körper mitzunehmen, weil wir brauchen halt aktuell wirklich keine Knochen. Nee, ich brauche den Körper nicht, da kommen immer mal wieder welche. Ja, Kelvin, ich... Alles gut. Musik läuft immer noch. Dir ist kalt. Mache mit Stöcken ein Feuer. Ja, ich bin unterwegs. Also ich kann hierhin ein Feuer machen, ja. Ich habe auch ein Feuer hier, aber ich muss das erst finden. Ich weiß nicht, das war irgendwo... Ja, doch, wo der Topf ist, hier. Aber ist halt... Also ich kann auch noch nichts weiter kochen. Ich könnte was kochen. Aber dazu brauche ich auch Wasser. Deswegen habe ich mir überlegt, also das ist natürlich noch weit, weit nach hinten, ne? Aber ich habe mir überlegt, man könnte ja, hier unten ist so eine schöne Fläche, man könnte irgendwie, weiß ich nicht, hier irgendwo, hier so am Rand, keine Ahnung, könnte man so eine kleine, entweder eine Treppe oder so einen Balken, wo ein Seil runtergeht, kann man ja machen, ne? Und dass man sich an so einem Seil runterlässt und dann da unten irgendwo entweder in so einer kleinen Hütte oder... wie auch immer, so eine Foundation hinmachen, bla bla blub, wo man dann irgendwie sowas hinmacht und damit man dann immer beziehungsweise das dahin macht, damit man das dann gleich immer alles zusammen hat und so, ne? Und dann kann ich da unten fischen auch und kann die Fische an Trockner hängen, dass man hier unten irgendwie so eine Kochstelle machen oder so. Ach, du heilige Scheiße, ist es ein neuer? Ist, oh Gott, das ist Lexi, oder? Willst du weitergehen? Das ist Lexi, oder? Ich zitter schon vor voller Angst. Seht ihr das? Warte mal. Guck mal, wie ich zitter. Natürlich ist mir kalt, ne? Aber. Das ist einer von den neuen, ne? Also ich hätte dann lieber Catdog als das. Ich glaube, das kann so einen Smash-Angriff machen. Also so ein. Nicht Smash, also so eine. Wie die roten, glaube ich. So ein. Oder war das Holy? Irgendjemand kann, glaube ich, so eine. So ein Bauchplatsche. Aber jetzt ist er weg, oder? Den gerade nicht mehr, außer er kommt da vorne. Es ist halt super stürmisch gerade. Da ist ein Waschbär. Wie der sich da durchzwängt. Weiß noch nicht. Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Ich baue hier mal kurz weiter. Also ich bin auch nicht so scharf drauf, mit dem jetzt schon zu begegnen. Aber hey, wenn er da ist, Mann. Boah, ist das hell hier mit dem Schnee. Schnee und Sonne ist keine gute Kombi. Das ist auch immer... Ich habe nicht damit gerechnet, dass der... Hallo. Ja, genau, den meine ich. Ich kann nicht ausweichen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein.
meinte ich. Genau den habe ich gemeint. Genau das habe ich gemeint. Nein, hör auf damit. Alter. Nein, nein, nein. Will die Shotgun. Will die Shotgun. Der hat gerade mit den Beinen gekleppt. Ich weiß nicht, wie viele Dinger ich noch habe. Hilfe! Der hat mit den Beinen geklatscht. Alter. Jetzt habe ich daneben geschossen auch noch. Okay, ich habe keine mehr, oder? Nee, ich habe keine mehr. Ich muss mit irgendwas. Oh Gott. Komme ich damit? Oh Gott. Ich will den jetzt nicht anschießen, weil ich schieße doch bei dem daneben. Kann ich mit dem Speer? Nein, mit dem Speer bin ich... Mit dem Speer bin ich genauso scheiße wie mit dem Pfeil. Bleib doch mal stehen! Das ist Lexi. Oh. Alter. Sag mal. Nein, 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 nein. 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 Oh Gott, wie lange ist das mal? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ihr. Alter. Alter. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Sag mal. Oh mein Gott, er ist tot. Alter. Holy moly. Ich kenne das so eklig. Der hat da lauter Finger. Oh. Ja, warte mal. Ich brauche meine Pfeile erst wieder. Gib mir mal bitte meine Pfeile. Ja. Unser erstes, ich sag mal, großes Mutanten, wie auch immer, Monster. Alter. Boah, ey. Das sind... Der... Oh. Der läuft auf... Das sind doch Finger. Das sind doch keine Zehen. Das sind Finger. Der läuft auf... Finger. Habt ihr gesehen, wie der vorher mir die Beine geklatscht hat? Oh Gott, ey. Es ist cool gemacht. Es ist mega cool gemacht. Ich glaube, das war Lexi. Obwohl der hier ein Loch hat. Oder hatte der hier ein Loch? Ich glaube, Holy hat mehrere Löcher. Okay. Jetzt habe ich keine Munition mehr für die eine Waffe, aber das war es mir wert. Warte mal, ich habe drei Schrot. Naja, Schrot habe ich ja eh noch nicht. Das ist ja eh noch egal. Alter. Ich mache jetzt ja trotzdem keine Rüstung hin, weil... ich die momentan noch behalten will für... Wann die spawnst du denn? Wie viel habe ich denn da jetzt rausbekommen eigentlich? Zwei auch wieder oder eine? Also ich habe zwei, aber ich weiß nicht, ob ich vorher schon eine hatte. Habe ich vergessen. Ja, okay. Unser erstes hier, ne? Der dafür ein Ding unten rausstehen. Hat der am Bobbis eine Hand? Nee, das ist ja dann eigentlich... Ah, doch, wenn das unten ist. Hm. Sehr komisch ist. Ich konnte es gar nicht so genau angucken, weil jedes Mal... Oh Gott, es ist... Also diesen Sprung da, den er da macht. Der ist schon krass. Er hat mich auch einmal umgehauen. So, wo habe ich denn... Hat Kelvin die Baumstämme aufgehoben? Weil hier war doch gerade ein Baumstamm drin, der nicht mehr drin war, oder? Hat Kelvin die Baumstämme aufgehoben? Oder habe ich die irgendwo hingeworfen, wo sie weggerollert sind? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe irgendwo die... Baumstämme vorhin weggeschmissen. Weil ich mich rumgedreht habe und da war auf einmal da. Wo kam denn der her? Holy moly, ey. Sag's euch. Ich habe meine Fackel an, damit mir nicht so kalt ist. Alter. Okay, gut. Und gut zu wissen, dass die ab jetzt auch kommen können. Ich weiß gar nicht, in den Catdog wird es schon noch geben. Wahrscheinlich, oder? Also... Ich denke nicht, dass sie den raus haben.
Der ist nur immer ein bisschen rumgeglitscht. Und der ist auch manchmal durch die Wand oder so geglitscht. Also, ich verstehe, wenn er über die Wand drüber kommt. Weil er halt so gelenkig ist und lang ist. Aber manchmal ist er ja wirklich richtig durch eine Wand oder so. Das war strange. Aber wir haben es zumindest immer geschafft. Meine Güte. Geht nicht. Kevin? Könntest du mal mit den Steinesuchen aufhören und könntest eigentlich Baumstämme. Wenn ich den jetzt sage, er soll aufhören, schmeißt er die erstmal wieder weg. Ich muss warten, bis er die reingelegt hat. Ja. Lexi ist weg. Lexi hört sich an. Lexi wird halt geschrieben wie der Englisch, ne? Also Leck. Und nicht Lexi mit, wie bei Ding. Das habe ich Folge mir gemacht. Ja, Folge mir. Wie bei Vampire Diaries. Also so wird sie nicht, so wird es nicht geschrieben. Warte mal kurz. Hol. Kannst du. Du kannst, ja stimmt, du kannst Pfeile holen. Hab ich, such mal, ob ich hier irgendwelche Pfeile verschossen habe. Ich hab mit Sicherheit welche verschossen. Guck mal. Den habe sogar ich jetzt leuchten sehen. Mehr nicht? Doch, er wollte nur nicht um mich rumlaufen. Kann der Pfeile von... Ja, er kann mehrere Pfeile, also... Er kann... Pfeile verschiedener Typen mit einmal antragen. Das finde ich gut. Ich finde es auch cool, immer wenn du da was gesagt hast, er soll das machen und er ist fertig. Zum Beispiel, er soll den Steinbehälter füllen und er ist fertig, weil er voll ist. Dann kommt er zu dir oder halt nicht zu dir, also der steht halt dann da und macht einen Daumen hoch. Das ist voll cool. Stämme und Behälter füllen. Dankeschön. Wer hat da unten eigentlich geschrien? Was haben wir eigentlich jetzt? Heute war Wintereinbruch. Wir haben Tag 11. Wir haben jetzt Sommer angefangen, ne? Haben wir dann pro Jahreszeit 5 Tage? Sommer 5, Herbst 5, jetzt haben wir Winter. Ja, könnte passen, ne? 5 Tage jede Jahreszeit. Das stande in diesen Einstellungen, wenn du ein Custom-Game machen kannst. Ich hab's auch gelesen mal, aber ich hab's vergessen leider. Vielleicht waren es 5. Vielleicht, vielleicht, aber ich denke schon. Was machst du hier eigentlich? Könnte auch selber mitfällen. Wo fällt er eigentlich? Wo ist Kelvin? Ach, der fällt da unten wieder. Er hätte auch gerne den Schlitten mitnehmen können, aber das kann ich ihm leider nicht sagen. Er kann den Schlitten nur füllen. Wir können hier oben auch ein bisschen, was ich immer sehr gerne nebenbei mache, vorausgesetzt, ich bin alleine und es kommt niemand. Ich fäll hier Bäume immer und schmeiß dann die Stämme hier runter einfach. Und dann nimmt er die und füllt die ein. Ich mache das immer super gerne. Also ich bin wirklich jemand, ich helfe da immer super gerne mit. Hast du mich gerade mit Dreck beworfen? Und jetzt abhauen. So habe ich das gerne. Bleib hier. Hallo. Du bekommst die Axt zwischen die Arschbacken. Hallo? Oh. Nee, dich wollte ich nicht.
Guck mal, diese fiesen Möbis. Die kommen, hauen dich und hauen wieder ab. Die wollen dich nur verarschen. Virginia, ich mache nichts. Alles gut. Alles ist gut. Hast du Verstärkung geholt, ja? Sehe ich ja gar nicht ein. Ich bin immer die, die dann diese Kannibalen verschont. Und wenn ich den einmal den Rücken zudrehe. Ach nee, ich wollte ja keine Dinger mitnehmen. Wenn ich den einmal den Rücken zudrehe. Da klatschen die mir eine. Sehe ich ja gar nicht ein. Und hey, wir haben jetzt eh schon so viele umgebracht. Es ist eh schon alles verloren. Bin ja mal wieder sehr gespannt, ob das noch so ist. Und dann später, wenn sämtliche Arten von Mutanten hier rumlaufen. Also diese Blinden, die... Ist der eine Armsi oder war Armsi von The Forest? Ich weiß gar nicht mehr. Also dieser andere, der wo da gespuckt hat, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Also den wir schon in der Höhle gemacht hatten. Die laufen ja dann später irgendwann auch mal mit hier rum. Und die findest du manchmal... Wieso habe ich das eigentlich noch in der Hand? Die findest du dann später auch manchmal in solchen Kannibalendörfern. Und die töten einfach die Kannibalen, beziehungsweise die töten sich dann gegenseitig. Ich weiß nicht, ob... Wahrscheinlich werden vielleicht auch mal die Kannibalen gewinnen, wenn sie viele sind. Weil meistens haben dann die Mutanten gewonnen. So. Sehr cool, aua. Aber dann würde ich euch... Da mache ich jetzt einfach weiter, fülle noch ein bisschen Container und mache hier noch ein bisschen... das Zeug fertig. Dann würde ich euch in die nächste Folge schubsen. Wir hatten ja heute zum Glück war der in der Folge drin. Das ist, war sehr, sehr cool. Nicht, dass ich jetzt irgendwas gemacht hätte oder so und dann wäre der auf einmal gekommen. Das wäre schade gewesen, wenn es nicht in der Folge gewesen wäre. Ich bin sehr gespannt, wann der erste Rote kommt. Ich muss aufpassen, dass Virginia nicht irgendwo immer da unten steht, wenn ich hier das runterwerfe. Aber noch ist nur Kelvin da. Der ist auch weiter weg. Ich möchte Virginia natürlich nicht mit den Baumstämmen treffen. Und Kelvin auch nicht. Denn seine Kleidung wird dann immer... Guck mal! Und das meine ich. Du schmeißt die einfach runter und er sammelt die und... Pack die dann in die Behälter. So funktioniert Teamwork. Aua. Kommt doch schon wieder einer. Ja, ja. Hab noch Leben. Leute, wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr möchtet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut und bis morgen. Tschüss.